Metal, Freunde, und herzlich willkommen zum Drachenlord, das Beste auf GTA 5 Trilogie Teil 3 von 3. Ja, ich habe euch ein bisschen warten lassen, es tut mir wirklich leid. Streamen hat in letzter Zeit nicht so gut funktioniert, aber jetzt geht's wieder los. Ja, und damit wird auch diese legendäre Reihe beendet mit dem dritten Teil. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, was Rainer mal wieder Tolles in GTA macht. Der ganze Bums hier geht über eine Stunde. Ich mache das vielleicht wieder in zwei Parts. Mal gucken, ich weiß nicht, wie lang die Reaction wird. Ich schau mal. Mal gucken. Ne, ist harte Arbeit, ihr könnt das alles nicht nachvollziehen. Naja. Ja, ansonsten, wir gehen gleich rein. Vorher kommen natürlich noch die Mitglieder ab Warner Level 5 und Level 10. Die Bianca Katzenmulle ist wieder da auf Level 5. Hallo, hallo. Wir haben die Maki, wir haben den AMBX, Internet Kasper, Cute, Bad Psycho, Bert, Kurt. Und vielen lieben Dank an alle Level 10 Hater, nämlich der Mullen-Hater, Captain Eierstock, Buttergolem, ASB, der Dodo, der Metterling, Xenomorph, Oberpfalz-Hater und der brennende Mikrowellenmuffin. Dankeschön für euren ehrenhaften Support. So, genug gequatscht, wir gehen rein. Let's go. Rainer, unterhalte uns bitte. Wir haben immer noch nur 229. Keine Ahnung, warum. Entschuldigung. Aber er entschuldigt sich wenigstens, das muss man ja mal sagen. Ne? Bei Forrest, wenn er da 3 Stunden ins Mikro atmet, Junge, 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 da kam keine Entschuldigung für. Also ich muss echt sagen, Junge, diese Forrest-Videos gehen natürlich auch weiter, ne, klar. Aber Alter, die sind auch wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen. Alter. Was die immer mit ihrem blöden... Warte mal, kann ich das nicht einstellen, dass es einfach ausbleibt? Fürs Video wäre das viel besser. Warte mal, falsche Richtung, glaube ich. Halleluja, Bruder, es geht. Hoffentlich. Das müsste ich fast ausprobieren. Wenn jetzt ein anderes Auto steigt, ob das auch ausbleibt, das wäre nämlich super. Weil die automatische Suche ist ja ausgeschalten. Das wäre super, Leute. Ja, schön. Männer, mein Lieblingshater. Ja, danke, Timo. Was? Prognose. Controller ist schuld, Char ist schuld, Programmierer sind schuld. Ja, doch, das könnte schon sehr gut sein, dass er auf eins oder vielleicht alle von diesen Sachen nochmal zurückgreifen muss, wenn natürlich wieder irgendwas schief läuft. Hast du Drache schon mal was gespendet? Also Marc, jetzt bleib mal ganz ruhig, als ob ich Drachenlord mal irgendwas gespendet habe. Ja, zu viel Aufmerksamkeit, das vielleicht, aber ansonsten nix. Ich glaube, das geht aber auch in GTA San Andreas, also müsste man eigentlich auch so einstellen können. Weil ich eigentlich GTA San Andreas ja aufnehmen wollte auch schon. Und wieder mal zocken, aber da habe ich auch andere Probleme, weil aus irgendeinem Grund wird es manchmal einfach nicht abgespielt. Also wenn der Auto explodiert in meiner Nähe, dann fliegt es meistens in die Luft. Warum, weiß ich nicht. Was zum? Oh, es geht weiter. Ich habe es gerade auf was gelesen. Was, das war sein Kommentar dazu? Was zum? Das war alles? Ja, okay. Also ich habe jetzt wieder einen Spruch von Rainer erwartet. Ich bin fast begeistert. Lesen, Entschuldigung. Jetzt haben wir anscheinend Trevor, den wir nehmen können. Und natürlich fahren natürlich wieder wir. Warum fahren auch immer nur wir? Ich verstehe es nicht. Ja, warum fahren wir in einem Open-World-Sandbox-Game? Das verstehe ich gar nicht. Warum muss ich in GTA fahren? Das ist ja total doof. Ach, Rainer. Muss ich das Auto fahren? Ich hätte nämlich lieber den anderen Truck gehabt. Ich stehe auf Pickups. Ein Bulldog, wie geil. Hey, hat er das überhaupt gerafft, dass die gerade da rausgefallen ist? Stellt euch mal vor. Stellt euch das im echten Leben vor. Ihr lenkt so ein bisschen mit der Karre ein, die fällt fast auf die Seite, der Typ hinten fällt raus und ihr geht einfach gar keine Fix und fahrt weiter. Ah, shit. Ah, shit. Ich hab einen verloren. Ah, hat's gemerkt. Warum hab ich jetzt einen verloren? Halt dich halt fest, du Penner! Verarsch mich halt! Steig ein, verdammt! Auch das Spiel ist ein Hater. Das Spiel ist einfach ein Hater. Da rennt ein Coyote rum, WTF.
Aber ich glaube, die werden immer langsamer, wenn man zu weit weg ist. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist in den meisten Spielen so, Alter, weil es halt auch fair sein soll. Dann geht ja San Andreas, hat immer keine Chance, wenn man einen Unfall gebaut hat. Na, sich verarschen hier. Wenn ich Rainer beim Schießen und Spielen zugucken muss, es ist wirklich. Der kommt aus der Deckung raus, guckt erstmal seitlich, aus irgendwelchen Gründen, macht nichts und dann fängt er an zu zielen. Also wirklich. Puh, das wird eine schöne Stunde, ich freue mich. Warum hat er nicht mehr gezielt? Einsteigen. Daneben nicht. Ich glaube, er ist tot. Natürlich bin ich tot. Das war ja auch anders als zu erwarten, weil es einfach nicht anders funktioniert. Nein, das Spiel ist auch einfach ein Hater, ne, Rainer? Guck mal, das ist aber auch wirklich unfair, dass die dich nicht einfach da gewinnen lassen, ne? Guck mal, man könnte ja auch einfach von Deckung zu Deckung gehen, die taktisch aus der Entfernung abschießen. Naja gut, oder man geht halt in ein Auto rein, erwartet, dass man den allen sofort Headies gibt und wundert sich dann, warum von allen Seiten abgeknallt wird. Ja, ist natürlich das Spiel wieder schuld, muss man an der Stelle sagen. Rockstar Games, hört einfach mal auf, solche Hater zu sein, bitte. Ne, Fresse nochmal. GTA 6 als Schauerberg City Edition, ja, das stimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass der abhaut. Hä? Wie gesagt, nicht Rainer spielt GTA, sondern GTA spielt Rainer, ja, das stimmt wohl. Mann, das Ziel ist aber auch so bescheuert klein. Guck, hau verschrobel in den Arsch. What the fuck? Mann, was machst du denn da? Bleib da in der Ecke hängen, Alter. Hallo? Hör auf! Der geht immer aus dem Ziel raus! Alter, der oder du? Nee, das muss die Spielfigur sein, oder? Hauptsache ein Auto, der wo fährt. Ja, das ist richtig. Warum weiß ich aber nicht? Ich wollte gerade schießen. Ja, mit der Schrot auf 30 Meter Entfernung, Rainer. Also, ach Gott. Kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, Mann. Kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Ach komm, Junge, Alter. Warum hat er keine Schutzweste an? Und warum können die mich so einfach killen, ey? Das ist doch voll für den Arsch. Los, beweg dich, Trevor. Ich wundere mich immer. Er sagt immer, ja, GTA San Andreas, das beste Spiel, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, er beschwert sich dann hier über den Schwierigkeitsgrad. Junge, GTA San Andreas war viel schwieriger, weil die Steuerung so clunky war. Ja, die Missionen waren schwieriger. Du hast nicht so viel geschenkt bekommen. Und da beschwert er sich hier. Ich werde das nie verstehen, wirklich. Setz dich in die scheiß Kiste. Gut, dann bleibst du eben hier. Ja, auch egal. Wehe, in 5 Minuten kommt gleich wieder voll zurück und hol ihn ab. Das ist Trevors Unterschlupf. Du kannst Fahrzeuge speichern, indem du in der Garage. Ah ja, der hat eine Garage. Igitt. Also, ich bin auch nicht gerade ordentlich, aber bei mir sieht es noch bedeutend besser aus als da. Nee, Rainer, tu. Guck mal, ich erkläre dir jetzt, warum es da besser aussieht als bei dir. Siehst du das hier? Dieser Tisch? Guck mal, bei dir wäre da kein Tisch mehr zu sehen, weil jede Ablagefläche bei dir eingenommen wurde. Also erzähl mir nix. Ohne Witz, das ist wie die Schanze, nur ein bisschen aufgeräumter. Zumal ich keine Essensreste rumliegen lasse, die schmeiße ich weg. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Bier trinken? Okay. Also, von den Essensresten weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Glaubt ihr, er hat damals seine Essensreste wirklich weggeschmissen? Ich glaube, solche Sachen wie Pizzakartons oder, ja, weiß ich nicht, so ein Teller mit Essensresten ist bei Rainer auch mal in der Ecke irgendwo gelandet am Fußboden, wo sich dann irgendwelche Insekten drauf gestürzt haben und sich da schön, ja, vermehrt haben einfach. Und ich glaube, ja, ich wage es zu bezweifeln, dass er das ganze Zeug immer weggeschmissen hat. Erstmal Bier und das Ding aufgemacht, lol. Na gut. Ach, einfach der beste Let's Player. Einfach Bier an der Ding aufgemacht, lol. Also, Leute, also, das ist das beste Commentary. Ich brauche hier eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das macht Rainer schon. Also, während er das Bier säuft, quatsche ich noch kurz. Also, es hat übers Wochenende ist ein bisschen blöd gewesen. Und ich kann mir noch eins nehmen.
Ja, übers Wochenende war jetzt ein bisschen blöd aufzunehmen. Er hat seinen Müll ins Wurfzimmer geschmissen, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das stimmt wohl. Aber vielen, vielen lieben Dank als allererstes Mal, dass ihr das GTA Let's Play alle anscheinend so feiert. Das Ja, ist ich feiere das, Rainer. Mach auf jeden Fall weiter so. Wegebogen, die Essensreste sind irgendwann von alleine aus der Schanze gelaufen. Da ist auch was Wahres dran, das stimmt wohl. sehr, sehr viele User, die das momentan verfolgen und sich auch schon darauf freuen. Es tut mir leid, dass es manchmal ein, zwei Tage sein wird, dass es, oder passieren kann, dass es eben dazu kommt, dass eben keine Parts, also keine Dinger kommen. Und da muss ich wirklich fragen, ein Gronkh schafft es zum Beispiel, 4, 5 Let's Plays am Tag hochzuladen. Ne? Weil ich muss auch einfach sagen, solche Let's Plays, die produzieren sich natürlich easy. Ne? Du machst ein Spiel an, drückst auf Aufnahme, laberst 20 Minuten oder so, letzten Part hoch, fertig. Ein Part, easy. Rainer hat im Gegensatz zu Gronkh wahrscheinlich auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und trotzdem schafft er es, einmal alle 3 Tage ein Part hochzuladen. Da fragst du dich wirklich, was bei dem im Kopf los ist. Keine, ich habe den Namen vergessen, bin ich jetzt bescheuert. Ein, zwei Tage passieren wird, dass keine Parts kommen, genau. Doch, hat schon gestimmt, ich bin verpeilt heute, sorry. Also verpeilt. Heute, ja, klar, heute. Aber jetzt mal ohne Spaß, wer schaut das Game unironisch? Gameplay unironisch. Ja, das habe ich ja schon oft gesagt. Wer reiner Gameplay wirklich unironisch schaut, für mich absolut verloren. Als sonst noch. Ja, und es wird ab und zu mal dazu zu führen, dass keine kommen, aber das kann ich leider nicht ändern, weil ich halt nicht immer am Aufnehmen bin und nicht immer aufnehmen kann. Aber Rainer, guck mal, erklär doch mal an dieser Stelle, warum kannst du nicht immer aufnehmen? Würde mich wirklich sehr interessieren. Guck mal, was hast du denn so Wichtiges zu tun, außer Ofenkäse in den Ofen zu schmeißen? Erklär mir das mal, würde ich wirklich gern wissen. Hä, wieso schießt denn jetzt? Junge, weil er nachlädt. Denk doch mal nach, Rainer. Benutzt mal deinen Kopf. Warum schießt er nicht? Er hat eine Nachladeanimation. Könnte es sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, lädt er vielleicht nach? Ja, vielleicht, vielleicht. Kuba Psycho Metal, ich grüße dich. Folge jetzt Chef, ja, wohin denn? Wo ist er denn? Ach so. Ich versuche immer Headshots zu machen, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ja, doch, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum die Headshot-Quote 100% bei dir ist. Also, Rainer, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Also ich ziehe immer auf die Füße, da, weil es einfach auch mehr Spaß macht. Dann fliegen die immer so lustig hin, weißt du wie? Das ist eine Aussage, Mann. Ach, Leute. Haben es endlich geschafft, einen Livestream zu schauen. Liebe geht raus, Junge. Ja, danke schön, Katze. Danke, danke, danke. Ja. Ja, jetzt nervt mich halt nicht die ganze Zeit mit dem Scheiß da. Was denn das? Was um alles in der Welt war das denn? Hä? Okay. Da merkt man, Rainer liest wieder nicht. Ne? Das sind diese, ich weiß nicht, kann man das Ultis nennen? Also so, irgendwie diese besonderen Fähigkeiten. Ne? Ich glaube, oh, was gab's da? Da gab es einmal so langsames Schießen, dass du besser triffst. Dann gab es irgendwie langsames Autofahren oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ist schon lange her, dass ich GTA gespielt habe. Und das wurde auch hundertprozentig erklärt und Rainer hat es wieder nicht gelesen. Und dann aktiviert er das durch Zufall. Hä? Hä? Was ist denn das, Edzardler? Hä? Das nervt mich immer nach den Quests, dass man einfach losrennen kann und weitermachen. Voll übel. Voll Tut mir leid, weil es so übel. laut war gerade, kann ich leider nicht ändern. Ach Mann, ich will jetzt kein Auto haben, ich will ein Bike, Alter. Was zum... Der hat keine Ausdauer mehr gehabt, deswegen ist... Oh, er hat's wenigstens mal gecheckt. Oh, lieber Gott. Ich dachte jetzt, er meckert wieder rum. Warum fällt er jetzt einfach zufällig hin? Ey, dann wäre ich wirklich ausgerastet. Also wirklich, okay. Also er hat gecheckt, er hat jetzt einfach so lange gedrückt, dass er keine Ausdauer mehr hatte. Wisst ihr noch, im letzten oder war das im vorletzten Part, ich weiß es nicht mehr, wo er gegen diese Joggerin gespielt hat und immer wieder am Ende hingefallen ist, weil er dachte irgendwie, da liegen Fallen oder so ein Bums. Das ist auch so lustig. Jetzt hingeflogen.
Raus aus der Kiste. Jetzt haben wir natürlich einen mit am Hänger erwischt. Kann ich den Hänger irgendwie abhängen? Ich will diesen Hänger nicht haben. Mann, ich will den Hänger nicht haben. Junge, stell dir mal vor, du guckst diesem Let's Play wieder mal unironisch zu und dann siehst du Rainer, ich will diesen Hänger nicht haben. Ich will diesen Hänger nicht haben. Junge, da versucht er eine Minute, diesen Hänger loszuwerden. Kann ich den einfach abhängen? Alter, nimm dir ein anderes Auto, Mann! Ey, der hat Probleme, Junge. Nein, kann ich natürlich wieder nicht. Das wäre ja auch wieder zu einfach. Manno. Und du sollst kein Radio anmachen. Oh, Flugzeug. Ich habe keine Ahnung. Ich bin übrigens noch nie in GTA mit einem Flugzeug unterwegs gewesen. Aber einfach nur aus Gaudi würde ich das gerne mal probieren eben. Wahrscheinlich gehen wir drauf. Das sage ich gleich vorher. Was zum... Ach, das ist irgendein Kunstflugzeug-Scheißdreck. Ich will einfach fliegen eigentlich. Hat er gerade der Fliege... Einfach nicht hinterfragen. Ja, der regt mich so auf. Boah, der regt mich so auf, ey. Ganz ruhig bleiben. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Oh, by the way, that's entirely... Wo ist mein Auto? Voll mit der Faust, das macht mir auch normalerweise nicht mit dem Ellbogen. Also nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte. Ja, du hast es auf jeden Fall schon versucht, Rainer, erzähl doch nicht. Das ist ein Monster, ey. Sowas mag ich ja, so große Trucks, also so große Pickups. Junge, wisst ihr noch damals, wo er sich den Ford Blue geholt hat und dann angekündigt hat, das ist so ein Monster. Das ist so ein Monster. Junge, es war so unangenehm. Hat sein Haus verkauft, sitzt bald auf der Straße und holt sich erstmal für fast das ganze Geld einen Ford Ranger. Also wirklich, wie lost möchte man sein? Das ist, aber Leute, ihr dürft nicht vergessen, das ist so ein Monster. Hätte ich gerne selber einen, aber die Dinger sind sauteuer im Sprit und alles. Und auch meistens noch in der Versicherung und in der Ding. Siehst du noch? Versicherung und in der Ding, ja, Rainer mal wieder auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben. Auto zu kaufen ist immer relativ einfach. Diese Auto sich zu kaufen und sie aber auch nutzen zu können, ist was anderes. Junge, wie er sich dauernd beim Let's Play auch bekotzt, hört ihr das? Die nutzen zu können ist auch was anderes. Oh, Leute, ey. Also sie auch zu fahren quasi, weil es einfach teuer ist, wie Sau. Ich will den anderen haben. Ich will den da. Das ist wie ein kleines Kind, oder? Ich will den anderen haben, ich will den da. Naja. Übrigens an die Kanalmitglieder, ihr habt jetzt ganz viele neue Emotes. Das wollte ich nochmal ankündigen. Vielen lieben Dank an den Märchenstunde, der da mit mir zusammen Emotes erstellt hat. Also ich habe die nicht erstellt, ich habe nur gefragt und angeheuert, kann man so sagen. Und er hat da netterweise mir geholfen. Deswegen, wenn ihr mal Kanalmitglied seid, schaut mal bei euren Emotes. Ihr habt jetzt wirklich ganz viele neue Emotes. Finde ich richtig korrekt von ihm, dass er mir da geholfen hat. Schaut da auf jeden Fall gerne bei Märchenstunde vorbei. Das wollte ich noch erwähnen. Och Mann, Alter, leck mich doch am Eimer. Okay, jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr. Ordentliche Panzerung, Scharfschützengewehr. Ordentlich. Hä? Was brauche ich denn jetzt noch? Hä? Was will denn der von mir? Professionelles Let's Play, meine Freunde. Oder bin ich jetzt hier drinnen noch falsch? Ach so, ein Schalldämpfer und ein Zielfernrohr brauche ich noch. So, Schalldämpfer. Dazu sage ich mal nichts. Achso, Zielfernrohr habe ich schon. Alter. Okay.
Willst du mich verarschen? Hab ich doch gerade. Da zieh ich einfach drauf. Verarsche? Mal kurz volle Muni kaufen. Oder kann man unendlich Muni tragen? Glaube ich zwar fast nicht, aber... Wollt ihr das verbesserte Ziefernrohr haben? Steig auf das Quad. Ah, ich mag keine Quads. Oh, Rainer, du magst gar nichts, Mann. Also, wirklich, ich weiß ja, Rainer versteht kein Englisch, aber liest ja auch ein bisschen, also er liest auch nicht, wirklich, er macht einfach, er hört überhaupt nicht, was da gesagt wird, was er machen soll, er schießt einfach. Ach, das sind Leute, ja, let's go, schießen wir mal los. Oh Mann. Die Biker wurden alarmiert. Ja, ja, ja. Ach Mann, was für ein Shit. So. Warum geht er aus dem Modus raus? Ich verstehe es nicht. Also der ist da wirklich lost, oder? Voll übel, ja, da habt ihr recht. Voll übel ist das. Hä? Will mich verarschen? Der hat doch gesagt, ich soll den Typen im Van ausschalten, oder etwa nicht? Ach man, warum können die das dann einfach auf Deutsch übersetzen? Ich verstehe das nicht. Das ist ja kein Spiel, das irgendwie 0815 ist. Das ist ja schon uralt mittlerweile. Ja, stimmt. GDA haben sie ja sonst auch immer auf Deutsch übersetzt, Rainer. Ey, wirklich, komm einfach mal klar in deinem Leben. Könnt ihr das nicht mal auf Deutsch übersetzen? Oh, ey, geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. Ey, an allem was rumzumeckern und im Leben nichts hinzubekommen, Junge. Gib Aru. Oh, schrecklich, wirklich. Oh je. Ich flieg selber? Alter. Okay. Oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Tschüss. Tschüss. Es ist schon irgendwie nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ich fände es eigentlich besser, wenn ich mit der Maus fliegen könnte. Hä? Raus aus WhatsApp-Web, das bin ich nicht, das war Rainer. Das war bei Rainer. Ich habe nämlich auch schon geguckt, ob ich es anhab. Aber das Geräusch kam, das war nicht ich. Das war unser Profi-Let's Player Rainer. Ich bin tot. Das war die falsche Richtung. Ach echt, krass. Ich, Mann, ey. Ah, Leute. Schauen wir mal. Geht das jetzt? Wow, 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 wow. Ah, falsche Richtung. Hä? Okay. Hä? Hä? Junge, als ob ich meinen Opa dran setzen würde. So, Opa, spür bitte ein bisschen GDA 5. Hä? Falsche Richtung? Junge, also wirklich, Rainer... Da kommt auch der IQ einfach nicht mehr hinterher. Kannst du mir doch nicht erzählen. Falsche Taste. Nein, es geht nicht. So ein Scheiß. Ich will nicht die Kamera, sondern das Flugzeug damit steuern und die Kamera gleichzeitig. Kann nicht so schwer sein. Dieses Mal habe ich es geschafft. Dieses Mal habe ich es geschafft. Das geht aber wirklich nicht. Nee. Oh Mann. So ein Scheiß. Oh, ich hab vergessen, dass den Typen ja auch noch an der Backe hab. Ey, ist der lost? Oh, das war zu niedrig. Ey, wer, also... Wurde nicht ganz nee, Leute, sorry, ich brech das hier gleich ab. Ich kann mir das nicht mehr antun. Wir haben 13 Minuten von verdammt nochmal einer Stunde geschafft. Der ist jetzt das dritte Mal mit dem Flugzeug abgestürzt, bevor es überhaupt wirklich schwer wurde. Ey, wirklich, Leute, also ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ey, wie, oh, und dann sitzen da wahrscheinlich wirklich Leute und die denken so, oh,
Der Reine, ne? Oh, der hat ein neues Let's Play hochgeladen. Ja, da gucke ich doch mal. Och, oh, da ist er ja das dritte Mal abgestürzt. Ja, schade, Rainer. Schreib mal einen Kommentar. Nächstes Mal wird's besser. Junge, wer guckt sich das unironisch an? Ich kann das alles nicht mehr, Mann. Wir machen weiter. Ich kann aber über dem Wasser fliegen. Ach, die Steuerung ist so viel Eimer. Ja, ich jedenfalls. Ich weiß. Die Steuerung ist für ein Eimer, weil Rainer nichts hinbekommt. Stimmt, ja, genau. Wirklich, die ganze Steuerung ist für ein Eimer, Junge. Das ganze Game, ja, das ist, warum gibt es das überhaupt? Das ist doch alles nur Schrott. Überspringen? Oh. Ich will nur wissen, was das passiert, wenn ich jetzt überspringe. Verliere ich dann die Mission komplett? Dieser Abschnitt überspringen, bist du sicher? Ja, keine Ahnung. Überspringe ich jetzt? Nee. Da, ich hab keinen Bock mehr. Nee, wirklich, ich drehe auch schon wieder Runden. Ich hab auch einfach keinen Bock mehr. Der überspringt den Abschnitt. Ich wusste, by the way, nicht mehr, dass das geht. Der überspringt den Abschnitt. Dann ist er wieder in den... Und dann das Erste, was er macht, ist wieder in den Scheißfluss zu jeten. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch toll sein. Also... Der muss uns doch... Der muss uns doch wirklich veralbern. Also... Es ist ein Flugzeug und kein U-Boot. Ja, vielleicht hat Rainer das verwechselt, das kann natürlich sein. Oh Mann, ey. Diese Scheiß, das ist eine Steuerung. Die Scheiß, das ist okay, habe ich jetzt den... Ey, ich sag jetzt nicht, ich habe den Part ernsthaft übersprungen. Ich meine, gut, wir hatten ja das eigentlich schon. Also ich muss wirklich sagen, ich wusste nicht, dass man solche Parts, wenn man ein paar Mal stirbt, überspringen kann. Das ist halt genau das Richtige für einen Rainer, ne? Wenn irgendwas ein bisschen zu schwer wird, instant überspringen, let's go. Aber Junge, also wirklich, er überspringt den Part und stirbt sofort wieder. Das kann man sich nicht ausdenken. Nein, bitte nicht nochmal. Ach ja. Ich habe Angst vorm Landen. In GTA San Andreas war ich irgendwann ganz gut beim Fliegen. Ich bezweifle es. Also wirklich gut, ich habe da Manöver und was weiß ich alles gemacht. Bestimmt. Aber um ehrlich zu sein, weiß nicht. Das stört. Fun Fact: Es gibt mehr Flugzeuge im Ozean als U-Boote im Himmel. Das fand ich unironisch sehr lustig. Okay, machen wir weiter mit dieser Weisheit. Ich weiß nicht, ob die Steuerung jetzt sonderlich viel anders ist. Das muss dazu sagen, auch natürlich ist es auch schon zig Jahre her, dass ich das gespielt habe. Keiner. Also GTA aktiv, okay. San Andreas. Fliegt der jetzt von alleine oder fliegt der jetzt... was tust du da? Junge! Ich meine, ich kann verstehen, ne? Wenn man das erste Mal in diesem Spiel dieses Flugzeug fliegt. Man muss natürlich kurz reinkommen und so weiter. Aber Junge, das dauert vielleicht ein paar Minuten, dann ist man drin. Und Rainer macht das wahrscheinlich schon 10, 15 Minuten und kommt immer noch nicht drauf klar. Ach, geh ist die... Okay, verstehe. Alter, ohne Scheiß. Der will mich doch verarschen. Ja. Ja, so landet man. Ja, das wird gut. Oh mein Gott. Alter, was war denn das jetzt? Was geht der Motor aus? Dein Ernst? Wieso ist der jetzt ausgesprungen? Ich hab G gedrückt, nicht F.
Da war der Druck einfach zu groß für den Lord. Da ist er einfach lieber rausgesprungen. Ja, genau, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Geile Gabriolen. Bin ich eben auf der falschen Taste gewesen? Ruhe, Reiter. Ach Mann, ich hasse es. Ey, ist das jetzt dein Ernst, Alter? Dass die ganzen Scheiß nochmal machen? Alter! Ich wollte eigentlich ein Zeitung oder so machen. Ach, Manu, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Nee, das ist auch hoffentlich wirklich nicht dein Ernst. 15 Minuten drin, ich bin echt so überlegen, gleich hier wegzugehen. Ich kann das nicht mehr. Komm. Ohne Scheiß, ein Mann. Ey! Nee! Nee! Der überspringt jetzt die Mission! Wie unfähig! Wie. Alter, wie unfähig kann ein Mensch sein? Oh mein Gott, Junge. Part 1 und 2 waren ja echt noch entspannt gegen das hier. Also, Leute, ich kann mich hier pausenlos aufregen. Diese Flugmissionen packe ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber du bist doch so gut gewesen in GTA San Andreas, Etzadla. Mann! So ein Lappen wirklich, sorry, Alter. Vor allem das so rumfliegen ist halt so, ist das Problem. Oh Mann, Alter. Auch hier an dieser Stelle nochmal. Stellt euch vor, ihr freut euch aufs neue Rainer Let's Play. Und dann überspringt er die Mission, weil er zu unfähig ist. Oh, Leute. Ist das dumm. Smoke on the water. Nette Anspielung. Also, Memo für mich selbst. Es gibt anscheinend Quests, die man, wenn man sie oft genug verkackt hat, überspringen kann. Das finde ich persönlich schon mal völlig dämlich. Hat auch es ist auch dämlich, aber es ist gut so, weil dann hätten wir sonst wahrscheinlich eine halbe Stunde gesehen, wie du hier dauernd ins Meer stürzt, Mann. Irgendwo verliert auch dann irgendwo seinen Reiz. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Nintendo. Mit ihren netten kleinen Helferchen, wenn Luigi dann immer ankommt, ja, ich helfe dir. Oder bei Donkey Kong, der, wer war das? Und wenn dir Rainer irgendwas erklären will, das ist wie bei Nintendo mit, hier Donkey Kong, wie war das, hier Ding, etc. Junge, einfach, gib einfach Ruhe. Wirklich, ich bin jetzt schon matt für 10, ey. Mann. Wegelbauer, hast du auch einen hohen IQ in Videospielen? Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall höheren IQ als Rainer. Abgesehen davon habe ich einen hohen IQ noch in Stimmerkennung. In der Affenmodus oder so. Die haben mich jetzt irgendwo in der. Ich hasse es. Wenn ich in irgendein. Es war schon in San Andreas so nervig und auch in 3 und so und auch in Vice City. Wenn man in irgendwelchen Gegnern rausgeschmissen wird, wo man plötzlich dann keine Munition oder so mehr hat. Kein Auto und keine Fahrzeuge und so. Und dann hockt man irgendwo rum und kommt dann mal weg. Ich frage mich ernsthaft, warum immer wieder das Ding. Also ich habe extra gesagt, Radio aus. Ach Mann. Es geht nicht darum, dass ich die Musik nicht mag, sondern es geht darum, dass das halt hinterher problematisch für mich ist, was Monetarisieren angeht. Und wenn das Geld geil wirken mag, es ist ja mein Beruf und ich bin darauf angewiesen, mittlerweile zumindest, dass ich da finanziell auch das Ganze monetarisieren kann. Damals wurde es Radio und GDA ausgeschaltet, heute wird aktiv auf TikTok und Barne gebettelt. Okay, ich bin falsch. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ey, das ist ohne Scheiß. Wir haben Montag und es stehen 7 Typen vor meiner Tür. Rainer, es juckt nicht. Es ist ein Let's Play. Mach deinen verdammten Job, Edzardler, und spiel dieses Spiel. Erzähl mir doch jetzt nicht, wie viele Leute vor deinem Haus stehen. Das juckt keine Sau. 7 Stück. Haben die denn alle keinen Job? Haben die alle keine Arbeit? Haben die alle nichts zu tun? Hast du einen Job? Hast du eine Arbeit? Hast du was zu tun, Rainer? Ach, Mann, ey. Ja, gut, doch, du hast natürlich eine wichtige Arbeit, nämlich Flugzeuge verdammt nochmal im Meer zu versenken. Das ist richtig und wichtig. Mann. Ich versuche hier meinen Job zu machen, während die hier Scheiße bauen. Was backst denn du? Warum springen die? Das habe ich mich schon bei GTA San Andreas damals immer gefragt. Wieso springen die eigentlich einem immer voll in das Auto rein? Kapiere ich nicht. Kann mir eigentlich egal sein, ob das Cops sind oder nicht. Au, was war denn? Das war ein Stein, ich dachte, da kann ich drüber rennen, fahren. Wie auch immer. Gib Gummi jetzt, Junge!
Die können mich jetzt so lange verfolgen mit nur einem Stern. Jetzt hör voll auf. Schon ein bisschen übertrieben, wie lange das mit einem Stern anhält. Früher war das zwar übertrieben wenig, aber das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wenn es zu lange dauert. Da kann man ja überhaupt nicht. Rainer, du überspringst Missionen. Du hast hier gar nichts mehr zu melden. Wirklich gar nichts mehr. Also wirklich. Buttergold und ASW. Oh mein Gott, ich habe es endlich mal ins Live geschafft. Liebe geht raus. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, hallo. Nichts in Angriff nehmen. Ich habe gesagt, du sollst die scheiß Musik ausmachen. Oft genug gesagt. Aber du machst das ja nicht. Wieso fahre ich eigentlich die Straße nach? Du musst doch bloß in die Richtung da. Was war denn das jetzt? Wieso? Hä? Hä? Nee, da war... Ja gut, war zu langsam. Habe ich das zu langsam realisiert. Ja, ja. Niemand muss sich noch umlegen. Hilfe. Oder muss ich jemanden noch umlegen? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Wie gerade noch an die Karte rangezoomt wurde. Dieses Zeichen steht dafür, dass irgendwas unter dir noch ist, Rainer. Muss ich jetzt noch jemanden umlegen, etc.? Vielleicht oben? Ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt da nach oben zum Beispiel komme. Da war es noch draußen wieder, ja. Alter, diese Steuerung, ne, wenn man so filigran steuern muss. Filigran steuern, Leute. Filigran steuern. Alles klar. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum müssen die Asozialen hier die ganze Zeit rumeiern? Die sollen sich einen scheiß Job suchen. Das ist schon die zweite Gruppe innerhalb von einer halben Stunde. Rainer hat beim Flugzeugabsturz nach großen Wassertieren gesucht. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Was ist denn das alles? Was sind das alles für Arbeitslose? Es ist mitten in der Woche, wir haben Montag, Alter. Wir haben dann mal zwei. Mann, diese filigrane Steuerung, ganz ehrlich. Oh nein. GTA hat vieles. Mann, ey, die haben vieles gemacht, aber das ist echt. War eine Wedden ausgeschmissene. Mutterkunde war es mir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Leute. Diese filigrane Steuerung, es ist zum Kotzen, ja. Noch asozial. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Machen wir weiter. Ohne Scheiß, wir haben Montag und die hocken hier rum. Es tut mir leid, dass ich mich darüber immer wieder aufrege, aber ich könnte, ohne Scheiß, ich könnte da echt so an Hals kriegen. Wie kann man sein eigenes Leben so verschwenden, indem man hergeht und bei jemand anderem vor der Haustür rumeiert? Wie kann man sein eigenes Leben so verschwenden und sein ganzes Leben in der Schimmelschanze sitzen und Videospiele zocken? Könnte ich jetzt auch fragen, aber egal, wir machen einfach mal weiter. Ja, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Die Leute lachen sich immer über mich in Arsch ab, gehen ja immer ab und alles. Und dann frage ich mich letzten Endes aber, warum? Warum? Die kommen hierher, verschwenden ihre eigene Freizeit damit und wollen dann mir auch noch auf die Eier gehen. Dann kommen von der Farm. Naja gut, dürfte jetzt nicht so schwer sein. Außer es kommen jetzt gleich um die Ecke irgendwelche, die ich noch nicht gekillt habe. Weil die nicht da waren oder so. Gottes Willen. Das Geile ist, ich hätte das sogar geschafft, wenn da nicht dieser blöde Ding gewesen wäre. Kann ich da nicht drüber jumpen? Doch, das geht. Hä? Au. Schüss. Schüss. So. Und da schüss. Es ist wirklich so lächerlich, wenn Rainer Schüss sagt. Da jetzt zweimal innerhalb von einer halben Stunde, oder nicht einmal einer halben Stunde, ungefähr 8 Leute da waren, oder 9 Leute da waren, werde ich jetzt bestimmt nicht nochmal weiter aufnehmen. Digga, Rainer. Ey. Wie oft kann man über die Hater in einem Let's Play reden? Weißt du, du machst das doch die ganze Zeit schon in deinen Videos und Streams und so weiter. Muss es auch noch in den Let's Plays sein, Mann? Bitte, bitte lass das doch. Oh Mann, ey. Das geht mir nämlich jetzt schon wieder so tierisch auf den Zeiger, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich verstehe auch nicht, ganz ehrlich, wenn Leute hierher kommen, die müssen doch ernsthaft ein richtiges Armutszeugnis eigentlich ablegen, oder? Ich meine, die wollen hierher kommen und sich über mich lustig machen. Aber das sagt doch mehr über sie als über mich. Oder täusche ich mich da? Also ganz ehrlich, ich persönlich finde, das ist ein echtes Armutszeugnis, wenn Leute hierher kommen und mir auf die Eier gehen und mich nerven und mich belästigen und alles. Was zum... Woran bist du? Ich finde, deine Farskills sind ein Armutszeugnis, aber mach einfach mal weiter.
Oh Leute, also wirklich, ich bin Matt für 10, es ist unglaublich, ey. Seit dieser Flugzeugmisere, ich habe mich noch nicht akklimatisiert, ich muss erstmal wieder runterkommen. Hängen geblieben, oh, ich habe gedacht, da kannst du drüber fahren. Achso, ernsthaft, Junge. Das ist schon ein bisschen erbärmlich, findest du nicht? Ja, du! Du! Da ist ein kleines Steinchen da. Schau doch mal, da ist ja noch nicht einmal was. An dem Ding ist er hängen geblieben. Als ob. Ja, also, ich weiß nicht. Wenn ich zu jemandem hinfahre und die Person belässt. Doch, Alter! Let's play, Alter! Lieber Armutszeugnis als Abgangszeugnis. Alexander, das hast du schön gesagt und da hast du auch vollkommen recht. sehr, sehr geil. Ja, Bulde, Alter, vielen lieben Dank auch für dein Support. Du bist doch voll krank, Alter. Vielen lieben Dank. Dann zeigt das doch, was für ein Arschloch ich bin. Dann zeigt das, was für ein erbärmlicher Idiot ich bin. Und zum Scheiß, jetzt muss ich mal aufpassen, ich hab auf mein Leben aufpassen. Du bist hier. Doch voll krank, GG, Alter. Ich hab's ja schon angesagt. Voll krank, GG, Alter. Sehr schön. Jetzt schauen wir noch, dass wir von der Polizei abhauen und dann, Alter, jetzt werde ich wahrscheinlich ja draufgehen, dass von der Polizei abhauen. Ja, also im Prinzip finde ich persönlich, es kann auch sein, dass ich mich täusche, ich weiß nicht, aber ich denke, die Mehrheit der Menschen, die ich kenne zumindest, die würden mir damit zustimmen, dass man sagt, dass die Typen, die hier so eine Scheiße bauen, ein echtes Armutszeugnis ablegen. Was zur Hölle fliegt denn da hinten rum? Hä, was ist denn das da? Schwebt das in der Luft oder hängt das auf diesem Turm da? Ja, das ist Salettengedöns. Also ich persönlich bin halt echt der Meinung, es ist halt ein echtes Armutszeugnis eigentlich. Jetzt haben wir die Bullen abgehängt. Junge, wie lange der da drüber redet, Mann. Ja, wir haben es jetzt gehört, Rainer. Tanz einfach weiter für die Hater. Wenn man sich so verhält. Ja, die Leute kommen hierher und wollen dazu auch noch beweisen, dass ich ein Arschloch bin, weil ich rumschrei, dass ich ein Idiot bin, weil ich hier Scheiße baue. Obwohl ich eigentlich letzten Endes gar nichts mache, außer meine Videos und die kann jeder ein- und ausschalten, wie er möchte. Und ich muss echt sagen, wenn ich, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt in der Situation selbst persönlich betroffen bin, aber wenn jemand zu mir herfährt, Alter. Muss ich dazu ernsthaft sagen, ich finde das schon sehr erbärmlich, weil... Das haben wir jetzt 8-mal gehört, Mann! Das haben wir jetzt 8-mal gehört. Ach Mann, ey. Protokoll im ASB, Woche Level 10. Vielen lieben Dank für deinen Support. Sind Sie am Arbeiten, der Bungel? Ja, leider muss ich noch ein bisschen. Ey, das ist wirklich unglaublich. Alter Falter, also. Überlegt euch mal, ihr redet einen halben Part darüber, dass die Hater vor eurem Haustür stehen und dass das so erbärmliches Armutszeugnis, bla 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 bla, Junge, also wirklich, da kommt man sich doch als Fan, der das unironisch gucken möchte, ich weiß, da gibt's wirklich irgendwelche Leute, die das machen oder gemacht haben, da kommt man sich doch einfach nur veralbert vor, oder? Junge. Ja. Das zeigt eigentlich doch mehr, dass ich ein Idiot bin, als dass die Leute, zu denen ich fahre, Idioten sind. Weil nur, weil ich persönlich die Meinung habe, dass der Typ, zu dem ich fahre, ein Arsch oder ein Idiot oder sonst was ist, verhalte ich mich persönlich ja nicht besser. Im Gegenteil, dadurch, dass die Person ja nur im Internet virtuelle Sachen macht, sagt oder ihre Meinung vertritt, sagt das ja eigentlich nur über mich aus, dass diese Menschen... Nicht auf einer Flugbahn oder was? Sagt das ja über mich eigentlich nur aus, dass ich mich schlechter verhalte als diese Menschen. Ich weiß nicht. Du bist doch wahnsinnig, Alter. Das sagen ja auch mehr, das sagen ja nicht nur ich. Es ist ja nicht so, dass es nur ich sage. Es haben auch schon mehr zu mir gesagt. Das ist erstaunlich, dass ich da von denen noch keinen wirklich ernsthaft verletzt habe oder wirklich Scheiße gebaut habe mit oder so. Noch keinen ernsthaft verletzt habe. Alles klar, Rainer, Junge. Taschenlampe auf dem Kopf, zum Beispiel, sagt ihr da irgendwie was, Pfefferspray, Leute ansprühen, klingelt da vielleicht irgendwie was rein, denkt nochmal drüber nach. Also wirklich, wie man so viel Müll labern kann, unglaublich. Winston McCall, vielen lieben Dank fürs Abo. Und das ist halt schon echt heftig eigentlich, so gesehen. Geiles ja. Stück, du geiles. Haltet euch Wingel. Ja, wirklich, Johannes, also erstmal Dankeschön für den Support, ich gebe wirklich alles. Ich gebe wirklich, also,
Es ist nicht mal, es ist noch nicht mal die Hälfte geschafft. Leute, ihr habt nicht die Stärke, die es braucht. Ihr wisst nicht, wie. Ihr unterschätzt das immer, wie anstrengend das ist. Oh, sieht ein bisschen aus wie bei Ding, die Stelle. Tremors 2. Oh. Wisst ihr was? Wir machen eine Folge, in der ich einfach nur rum. Es stehen schon wieder welche da. Das ist doch einfach unfassbar. Das ist jetzt innerhalb von einer halben Stunde. Und ich meine wirklich eine halbe Stunde. Sind das jetzt 12 Leute, die da sind? 12 Stück. Juckt. Ich werde jetzt mal die Polizei rufen. Das kann echt nicht wahr. Mach das bitte. Ja, bitte. Mach das im Part. Nimm das mit rein. Herr Müller, bitte mit Blaulicht. Dankeschön. Bitte im Part. Das ist ja so schön. Ohne Scheiß. Es ist echt unfassbar, dass innerhalb von nicht mal 40 Minuten drei verschiedene Gruppen voneinander unabhängig auftauchen, Scheiße bauen, mir auf den Sack gehen und dann auch noch so arrogant sind, hier zu glauben, dass sie auch nur ansatzweise mir überlegen sein könnten oder würden oder zählen oder sonst was. Aha. Ohne Scheiß, ey. Solche Menschen sollten sich ernsthaft mal psychisch untersuchen lassen. Mir immer vorwerfen, dass ich weiß der Geier, was alles bin und selber dann so eine Scheiße verzapfen. Ich kann hier Hütte kaufen, wie es aussieht. Gron auch schön gesagt, er hat ja außerdem ein bisschen Gameplay in seinem Gejammer. Ja, das stimmt, das stimmt. Was, jetzt haben die auch noch ernsthaft das so eingerichtet, dass nur bestimmte Leute bestimmte Immobilien... Ach komm, Alter, was ist denn mit diesem Game los? Um ehrlich zu sein, umso länger ich dieses Game spiele, umso mehr geht es mir auf die Nerven. Jetzt verpissen sie sich endlich, die Affen, ey. Das kann echt nicht wahr sein, Alter, dass die Leute einfach nichts Besseres zu tun haben. Ich verstehe es einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass es so schäbig ist, alles. Alter, ohne Scheiß, was ist denn das, Mann? So viel zum Thema, die hauen ab. Jetzt machen sie auch noch Fotos, Alter, ohne Scheiß. Warum setzt er denn einen Helm auf? Der braucht keinen Helm aufsetzen. Alter, ohne Scheiß, das sieht kacke aus. Oh, diese Helm-Thematik, ne? Das lässt sich auch nicht los, oder? Helm absetzen. Auf Anfang ist Wogale, für vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Ich verstehe auch beim besten Willen nicht, wie sich solche Leute tatsächlich auch noch überlegen fühlen können. Ganz ehrlich, das ist so, das geht mir so dann entgegen, das geht so, weiß nicht. Oh, ey, Mann. Es tut mir weh, dass solche Leute sich Menschen nennen dürfen. Benehmen sich schlimmer als jedes Tier auf dieser Welt. Selbst Tiere behandeln einander besser. Das hilft ja eh nichts. Die Dummheit der Menschheit wird wahrscheinlich nie aussterben. Das ist sehr traurig, aber so wird es halt immer sein. Wenn er immer diese Monologe hält über die Menschheit, ja? Und die Dummheit und alle sind so doof. Ey, Mann. Es ist sehr, sehr anstrengend, das mit anzuhören. Wirklich sehr, sehr anstrengend. Und wirklich, also er redet jetzt, glaube ich, seit 5-6 Minuten durchweg nur über Hater. Geil, wirklich. Einfach nur geil. Also bitte sag mir, dass der auch normale Frisur haben kann, oder hat er jetzt die ganze Zeit die Glatze da auf dem Kopf? Ja, und damit hat man gehört, dass sie jetzt noch zusätzlich rumschreien und rumposaunen. Mann, Alter, ohne Scheiß. Was ist das für ein asoziales Pack, ey? So, jetzt muss ich nochmal die Polizei kurz anrufen. Kleinen Moment. So, los, weiter geht's. Jetzt reicht's aber mal. Jetzt habe ich die Polizei nochmal angerufen. Die wissen jetzt Bescheid. Jetzt haben sie gesagt, die schicken jetzt gleich jemanden. Das ist also perfekt. Dann habe ich hoffentlich zumindest für diese Aufnahme noch gar Ruhe. Machen wir jetzt doch noch eine Quest schon. Ach komm, jawohl. Ich würde eigentlich einfach gerne... Na gut, ich muss aber sagen, mir gefällt die Optik hier auch gar nicht von dem Spiel. Also dir gefällt die Optik nicht von dem Spiel. Und, aber du, ich verstehe es nicht. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Also wirklich, stellt euch mal vor, ihr guckt dieses Let's Play und er hat eigentlich auch gar keinen Bock auf das Spiel und ihm gefällt die Optik nicht. Da hat man doch einfach Bock, dieses Let's Play weiterzugucken, oder? Geiles Stück, du Geiles. Also, du machst der super Herr Wingeliebe an euch Heiterchen. Liebe zurück, Wunsch, vielen Dank auch für deinen Support. Wirklich. Also Leute, komm, Rainer, mach weiter, Mann. Wir haben fast die Hälfte. Let's go. GTA San Andreas hat mir sehr gut gefallen, so mit den Bergen, so und teilweise der Stadt und teilweise den Bergen, wo dann teilweise nur ein paar einzelne Häuser standen. Teilweise. Hat mir das sehr gut gefallen. Fehlzündung. Warum setzt der einen Helm auf? Müssen wir jetzt schon wieder die abmurksen? Und wieso habe ich einen Helm mit einem großen Streifen?
Was hat er denn gegen diese Biker? Die sind bestimmt irgendwo platziert, oder? Also ich muss doch die bestimmt irgendwo speziell platzieren, oder nicht? Ich meine, ich werde nicht einfach so machen müssen, oder? Doch, anscheinend schon, lol. Der da? Ach scheiße, nein. Ach scheiße. Ja, genau. Genauso müsste das Let's Play anfangen. Willkommen zurück. Heute spielen wir GDA. Ich hasse alles an diesem Spiel, by the way. Genau. Da hat man doch einfach Bock, ins Let's Play reinzukommen und sowas zu hören. Da merkt man doch einfach, der Typ hat auch einfach Bock auf das, was er macht. Toll. 10 von 10. Ach, verdammt. Hallo? Würdest du bitte die Waffe aushalten? So, aufsteigen. Na los, steig auf. Bitte, bevor er einen Helm aufsetzt. Ach Mann, ey. Okay. Der Motorradhelm, der alte Ehrenhelm. Ja, ja, ist so. Also das zieht sich ja wirklich durch das ganze Let's Play mit dem Helm. Setz deinen verdammten Helm ab. Versteht mich nicht falsch, im Real Life finde ich das schon richtig, dass man einen Helm aufsetzen muss, aber wir sind nicht in Real Life. Also ganz ehrlich, das ist mir übrigens schon mal aufgefallen. Michael hat doch gedacht, dass Trevor tot ist und anscheinend denkt Trevor, dass Michael tot ist. Jetzt ist die Frage, wer hat denen die Infos überbracht, dass der jeweils andere tot ist und wer verarscht die beide gerade? Oder was? Junge, Rainer deckt hier einfach Plotholes auf, ne? Da haben wir wieder alle nicht aufgepasst. Rainer deckt hier die Plotholes auf. Danke, Rainer, für diese Arbeit. War das irgendwie so, dass er sich... Ist es dann ernst? Ich hab doch... was war denn das? Ich wollte Escape drücken. Hä? Ach so. Okay, so öffnet mein Chat, okay. Ich persönlich finde das extrem crazy, was da abgeht. Mit dem ganzen Quatsch. Achso. Ah, ja. Das heißt, endlich fertig mit euren ewigen Monologen. Ah ja. Dachte mir gerade schon, ein bisschen eine arg saubere Wohnung für einen Alleinlebenden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch tatsächlich die Session. Denn mir persönlich reicht's für heute. Und ich habe jetzt auch mehr als eine Sache aufgenommen und ja, ich muss heute eigentlich, müsste ich noch Borderlands aufnehmen, je nachdem, ob es jetzt einmal ruhig bleibt oder nicht. Vermutlich bleibt es dann wieder bis dahin ruhig, wo ich aufnehme und dann kurz nach der ersten Aufnahme oder so oder in der zweiten Aufnahme kommen dann plötzlich die Idioten wieder. Naja. Gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für die Unterstützung. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt in die Ohren voll geheult habe mit dem Scheiß. Das ist was, ja, aber also wenigstens siehst du selber ein. Wirklich drei Parts wahrscheinlich durchgeheult, ey. Stellt euch das vor, unglaublich. Was mir tierisch auf die Nüsse geht, aber ja, es ist halt leider nicht anders machbar. Ich habe zwischendurch jetzt mal nochmal Online-Modus gespielt und ich muss echt sagen, mir geht dieses Spiel brutal auf den Zeiger. Hier geht's. Ja, auch wieder. Neuer Part, neue Session. Ja, Leute, ich muss schon sagen, das Spiel geht mir brutal auf die Eier. Da hat man auch einfach Bock einzusteigen. Ist doch geil. Glaube ich raus, oder? Genau. Also ich muss echt sagen, ich... ich bin Entschuldigung. Ich muss echt sagen, mir geht es tierisch auf den Zeiger. Also das hat mir übrigens jemand einen Tipp gegeben, wie ich das machen soll. Allerdings bezweifle ich, dass es funktioniert. Okay, also dieses Geräusper ist wirklich mein Endgegner. Leute, wir gucken danach noch Forest, ne? Also macht euch bereit, es wird noch schlimmer heute. Beziehungsweise doch, Musiklautstärke auf 0 machen. Helm. Egal. Ja, also... Fakt ist im Moment... Alter... Spinn ich oder ruckelt es gerade wie Drecksau? Wie Drecksau. Naja, wie auch immer. Ich werde heute noch mal eine Session machen.
Ich werde, denke ich, auch auf jeden Fall noch eine neue Session machen, eventuell. Also ich denke, das wird jetzt nicht die letzte Session sein. Aber ich denke, wir neigen uns bei dem Game dem Ende entgegen. Nicht von der Story, sondern von meiner Laune her. Auch geil. Stell dich mal vor, 10 Parts vor Ende des Let's Plays, nicht weil das Game zu Ende so ist, sondern weil er keinen Bock mehr hat. Sagt ihr schon so, ja Leute, also eine, vielleicht mache ich noch 2 Sessions, aber da habe ich keinen Bock mehr. Und dann verfolgt ihr dieses Let's Play und denkt euch so, ja Rainer, geil, dann schaue ich doch gerne weiter zu. Also wirklich einfach ein Marketing-Let's Play-Genie. Junge Gronkh, schau dir das hier ab, hier kannst du noch was lernen. Es ist wirklich so utopisch. Es macht zwar halbwegs Gaudi, wobei ich sagen muss, gerade ist die Steuerung echt. Weißt du, irgendwie gefällt mir das gerade überhaupt nicht. Irgendwie ruckelt das, oder spinne ich? Liegt das an mir? Wartet mal kurz, ich probiere mal kurz was aus. Ich bin immer so verschleimt, ich hasse mein Leben. Geiles Stück, du geiles. Du machst das so cool. Musst du lachen. Elfengirl, dankeschön für den Support und für die lieben Worte. Danke, danke. Also es ist auf jeden Fall Fakt, dass ich selbst nicht genau weiß. Hier ist der Golfplatz. Geiles Stück, du geiles. Was ist jetzt los? Achso, Bruder Gold haut nochmal was raus. Vielen lieben Dank auch für deinen Support nochmal. Danke, danke, danke. Es ist Fakt, dass ich selbst nicht genau weiß, was ich von dem Game halten soll. Es ist zwischendurch mal ganz witzig gewesen. Es ist zum Teil auf jeden Fall hundertprozentig krank. Ah. Und letzten Endes weiß ich im Moment nicht genau, was ich davon halten soll. Weil... Naja, weil das Problem an dem ganzen Zeug ist, dass ich... Ach, ich weiß gar nicht. Hochhilfe. Mein Problem ist halt einfach, ich habe absolut keine Lust momentan, das weiterhin so zu durchzuziehen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass das halt momentan wirklich... Weiß nicht. Der Online-Modus ist eigentlich überhaupt nicht spielbar. Außer man spielt in seiner eigenen Lobby und das ist nicht das Sinn der Sache. Hey, wirklich, wie Rainer nicht drauf klarkommt. Der wurde wahrscheinlich wieder online ein, zweimal von irgendwelchen anderen Leuten abgeschossen. Oh, das ist so respektlos. Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist so ein doofes Spiel, Leute, geiles wirklich. Spiel, was ist denn heute los? Winston, auch nochmal vielen Dank für deinen Support. Da denke ich so, Leute, was ist denn nur los? Also, was ist denn nur los? Wie kann man denn... Charakter nicht so ungefestigt sein. Man wird in der PvP-Online-Game mal abgeschossen. Boah, das ist so respektlos, Leute. Also, das kann doch nicht sein. Wir brauchen einen Räusper-Counter. Nee, auf gar keinen Fall. Da würde ich wahnsinnig werden. Dazu kommt, dass ich eigentlich nicht so viele Leute habe, mit denen ich das Spiel zocken kann, weil außer einem ganz besonders guten Freund von mir hat das Spiel keiner. Wahrscheinlich. Und, also von meinen Freunden hat es keiner, außer einem besonderen Freund. Und das ist natürlich schon ein Problem eigentlich. Weil wenn es natürlich keiner hat, was will ich mitmachen? Naja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. We take their truck. Get in the truck, Michael. No way. Whoa. Hey, it was your damn recommendation. Truck? Was für ein Truck? Jetzt darf ich den Truck fahren. Ach Mann, ey, nervt mich halt. Ja, jetzt war ich zu langsam. Die kommen, ne? Eigentlich habe ich voll erschossen, aber okay. Junge, du hast 10 mal daneben geschossen, aber okay. Mann. There, we take the truck. Jetzt gehen wir auf die Nerven hier. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Warum verfolgen die mit einem Truck ein Auto? Kapier ich nicht. Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel... Es ist wirklich so zum Kotzen. Er meckert die ganze Zeit rum. Es ist einfach nicht auszuhalten. Alles an dem Spiel ist doof, aber wir spielen es trotzdem. Oh Mann. GTA 5 ist so ein gutes Spiel und der meckert die ganze Zeit rum. Es ist so anstrengend. Oh. Folgen ich noch aufnehmen. Es kann sein, dass es die letzte Aufnahmesession ist. Es kann sein, dass es nicht die letzte ist. Ich weiß es noch nicht.
Ich weiß, dass viele von euch das gerne schauen. Zumindest gehe ich davon aus, weil... Naja, es hat jetzt nicht so viele Likes. Es hat auch immer relativ viele Dislikes. Also nicht zwangsläufig die Aussage, dass es auch wirklich so ist, dass ihr da drauf steht. Aber wenn man denkt, wie viele Klicks es hat im Vergleich zu anderen Let's Plays, ist es schon irgendwas anderes. Weiß jemand die Klickzahlen von damals noch, die diese Videos von Rainer hatten? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ob das ein paar Tausend waren oder wirklich Zehntausende sogar, das würde mich echt interessieren. Da habe ich nämlich gar keine Ahnung von. Ja, also ich persönlich denke, ich will ein Kind von dir. Panzer auch, bitte, möchte ein Kind von mir. Ja, das kriegt man irgendwie hin. Ich schreibe dir nach ins Tram. Danke für den Support. Will ich viel machen? Weiß nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich absolut gar keinen Bock auf das Spiel. Was ist los hier? Johannes auch nochmal. Danke. Leute. Spiel hab. Ja. Bei den meisten Let's Plays, die ich abbreche oder die ich verschiebe oder so, liegt es daran, dass ich wirklich einfach gar keinen Bock habe auf die Games zu dem Zeitpunkt. Ezio. Das Sprachprogramm hat gar keinen Bock auf Ezio. Grambi-Dude. Oh, der Grambi-Dude. Dankeschön für deinen Support. Oder generell halt einfach keinen Bock drauf habe. Aber es ist bei dem Game hier nicht so. Ich hab eigentlich schon Bock, das aufzunehmen und zu machen und zu tun und keine Ahnung. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß halt einfach nicht, warum ich mir da jetzt groß den Arsch aufreißen soll für. Junge. Und ja, ich weiß. Imagine, du laberst den halben Part danach, dass du keinen Bock mehr auf das Game hast. Junge Rainer, dann lass es doch einfach sein. Jetzt werden eigentlich ja wieder lachen, weil Arsch aufreißen und so. Ja, ich und meine Let's Plays Arsch aufreißen, voll lächerlich. Ist es auch. Worauf ich hinaus will, ist, ich denke einfach nicht, dass es momentan einen Sinn macht, das bei der Let's Playen. Weil. Ich weiß nicht. Geiles Stück, du geiles. Das macht mich einfach als Let's Play. Anonym, auch nochmal. Danke für die Bahne. Oh, Winston kommt auch noch. Was ist denn los heute? Ist ja, um es mit Rainers Worten zu sagen, ist ja voll übel. Lehnt richtig an. Und momentan Borderlands steht jetzt noch auf der Kippe momentan. Das will ich jetzt auch weiter aufnehmen. Das muss ich weiter aufnehmen. Weil das will ich auf jeden Fall fertig durchziehen. Zumindest in Story-Modus. Von einem Schwierigkeitsgrad zumindest. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und Borderlands 3 will ich auf jeden Fall auch Let's Playen. Das heißt natürlich aber nur, wenn ich auch die Möglichkeit dazu habe, es aufzunehmen. Weil momentan der gespoilerte Typi hier. Danke, Winston. Danke. Wenn's ich nicht kriegt's keiner, du Sack. Nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kassspieler bin für euch. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Hoffentlich richtig auf die Fresse, so. Metal, Leute, servus und ein herzliches Willkommen zurück zum Busch Simulator 2019. Haha, Witze, Leute, Witze. Natürlich ist das verarschen, wir sind natürlich weiterhin in GTA. Also folgendes, ich habe es im letzten Folge schon angesprochen, ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass es mich als Let's Play nicht anmacht. Weiß nicht, vielleicht weil ich GTA als Let's Play selber nie geschaut habe und auch mir das nie wirklich gefallen hat als Let's Play. Nur weil ich dick aber bin. Ich muss halt mal gucken. Weil ich vielleicht der Kassspieler bin für euch. Leute, haut raus. Klicken, alles mal zwei. Nein, das müsst ihr bei mir wirklich nicht machen. Benjamin, auch danke nochmal für deinen Support. Ich weiß nicht, was heute los ist. Das gab es hier noch nie. Danke, Leute, für euren wirklich ehrenhaften Support. So, irgendwo hier muss ein B sein. Ein B. Achso, hier, kann ich da rein? Nö. Vermutlich muss ich dann auch oben. Ach du Schande. Ach so, da lässt uns jetzt liegen, oder was? Alter, was war das denn? Warum hat er eigentlich meine Waffe nicht... Warum? Michael ist tot. Ja, leck mich doch am Eimer. Wie kann man denn so ein schlechter Verlierer sein? Unglaublich, wirklich. Warum hat er meine Waffe... Michael ist tot. Ja, weiß ich doch, Junge. Wieso konnte ich denn seine Waffe nicht nehmen? Buttergold im Soundcomments stehen alles unten in der Beschreibung. Hä? Warum habe ich jetzt eine Waffe?
Was war denn das jetzt, Alter? Kurz mal runtergerutscht. Mist. Ich war gerade zu ruhig, weil ich mich konzentriert habe. Wer möchte mitwetten, dass er die Mission gleich überspringt? Aber ich war jetzt irgendwie verwirrt, was ich zuerst mache. Was ist denn das jetzt? Ach, ey. Hä, wieso bewege ich mich plötzlich in Zeitlupe? Junge, der checkt Hallo? Nichts. Der checkt wirklich nichts. Oh, kann Mann. Ich da irgendwie weiter? Ihr müsst euch das auch vorstellen. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, sein halbes Leben als Videospiele zu spielen und ist in keinem einzigen wirklich gut. Das, also, das muss auch ein Talent sein, oder? Da komme ich nicht raus, wahrscheinlich. Nach unten oder nach oben? Nach oben wahrscheinlich, ey. Andererseits normalerweise nach unten, oder? Wieso ruft er jetzt Franklin an? Ganz ehrlich, kann natürlich sein, dass er mich täuscht, aber die Stimme, ist das nicht CJs Stimme? Also die englische, also was heißt die englische? Es gibt ja keine andere als die englische. Also im Prinzip, um nochmal auf das Thema von Anfang der Folge bzw. Ende letzter Folge zurückzukommen. Das Spiel ist, übrigens ist hier meine Hütte normalerweise im Online-Modus, aber das haben wir glaube ich schon mal gesehen. Warum nee? Warum nee? Johannes, danke, danke. Also, ich habe das Game im Online-Modus nochmal gespielt. Ein paar Mal mittlerweile. Sowohl mit Leuten als auch alleine. Und es ist eigentlich echt nicht möglich, das Spiel vernünftig zu spielen. Oh Mann, heul doch nicht rum. Weil immer einer oder zwei Leute in der Gruppe rumtrollen. Oder wenn man in der Overworld unterwegs ist, irgendwelche Leute mit dem Panzer oder anderen Sachen rumfahren und einen einfach abmurksen. Was echt asozial ist, wenn man bedenkt, ich bin wie weit? Level 7? Level 12? Irgendwie sowas. Irgendwas in der Größenordnung, ich weiß nicht genau. Es könnte auch sein, dass es Level 14 ist. Wenn Rainer Mohorn spielen würde, würden die Hühner ihn abknallen. Wingel, du geiles Stück. Chris, da hast du mal recht. Aber er hat, glaube ich, sogar mal Mohorn gespielt, oder bin ich mir das ein? Doch, er hat mal Mohorn gespielt. Aber auch mit ja, wenig Erfolg. Vielen lieben Dank auch für deinen Support. Ich weiß es nicht. Und man sollte eigentlich meinen, dass die Leute da was Besseres zu tun haben, als so ein Low-Level wie mich dann zu nerven und mir auf den Sack zu gehen. Ja, aber anscheinend ist das eben nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich irgendwo schon ein bisschen schäbig, weil... Weiß nicht. Es ist letzten Endes halt einfach nicht machbar, dass man da normal spielt. Weil die Leute, mit denen man spielt, entweder die cheaten alle oder sie nerven so rum, dass man gar keinen Bock hat zu spielen. Also, das mit dem Cheaten, das ist ein Argument, das kann ich verstehen. Ich habe GTA Online nicht super viel gespielt, ein bisschen halt mit Kumpels damals, das war auch witzig und alles. Aber ich habe auch oft gehört, ja, Cheater machen halt die Lobbys immer kaputt und so. Und das kann ich verstehen, dass das halt wirklich deprimierend ist. Aber ganz ehrlich, Rainer, du heulst halt rum, weil du... Bist du am Arbeiten, ne? Ja, leider bin ich noch am Arbeiten. Aber du heulst rum, weil, ja, jemand dich in einem PvP-Spiel abknallt. Oh nein, das ist ja so schlimm. Das geht ja mal gar nicht. Leute, richtig unprofessionell. Ich muss jetzt gleich erstmal mein Headset anstöpseln. Dann hört ihr so einen Düm-Düm-Düm-Sound. Nicht wundern. Weil man halt eigentlich im Prinzip zu nichts kommt, weil die halt die ganze Zeit einen töten oder eben gar nicht erst richtig dahin gehen, wo sie hin sollen. Und das Geilste ist, ich habe meine Mission gemacht, während ich in der Mission mit drei Leuten war. Und dann werde ich angemault, weil ich nicht da bin, wo ich angeblich sein soll, obwohl ich genau da bin, wo ich hin muss. Das hätte ich mir so gern angeschaut, wie irgendwelche Leute Rainer anmaulen, damit er alles falsch macht. Ach Mann, das hätte ich mir so gern angeschaut. Ohne Witz, ich würde auch Geld bezahlen, wenn Rainer irgendwie Dark Souls mal spielen würde. Ohne Witz, das würde ich mir so gern anschauen. Übrigens, ich finde es immer geil, wie die das in Szene setzen. Also hier ist die Karre, die wir gerade gefahren haben. Und Franklin hat hier ein Motorrad hingehabt, mit dem er hier gestanden war. Und das ist, glaube ich, das Motorrad, das wir schon öfter bei ihm gesehen haben. Oder mit dem wir schon öfter gefahren sind. Heißt das im Klartext, der hat tatsächlich halt wirklich das so gemacht, wie es halt quasi, also das ist halt schon echt krass, dass der genau die Fahrzeuge benutzt, die wir halt quasi auch
und mal zur Seite gestellt haben oder so. Junge, wenn du irgendwas erklären willst von der Klasse, aber es nicht hinbekommst. Ja, das ist voll krass, weil das ist so und so und, naja, also ich... Ja gut, da gehe ich ja auf. Finde ich schon cool. Das macht das Ganze irgendwie realistischer. So, die Folge ist so gut wie rum. Ich denke, eine werde ich noch aufnehmen, dann habe ich 3 Stück. Ich werde die Folge... Rudi und Rita haben ihren Job nicht gemacht, als Adler. Das ist Altmelder, aber sowas von richtig. Rudi und Rita haben ihren Job wirklich nicht gemacht. Also, das ist ja wirklich nicht feierlich, was aus Rainer geworden ist. Ich danke dir trotzdem auf jeden Fall für deinen ehrenhaften Support. Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Ihr schmaßt übelst raus. Das ist ja einfach nur krank. Als Adler. Junge, gleich kommt Sascha Lobo und gibt 500 Euro. Let's go. Diese Woche nicht mehr so besonders viel aufnehmen, das sage ich gleich vorab, weil die Sache nämlich die ist, dass ich habe die Woche ja Geburtstag und normalerweise habe ich da keinen großen Bock, irgendwas aufzunehmen oder zu machen oder zu tun oder sonst was. Nee, verständlich, weil du feierst ja auch mit Freunden und Familie. Achso, nee, warte mal. Ah, nee, warte mal, da war ja was, sorry. Ich will allerdings noch ein paar Folgen Borderlands aufnehmen. Ich denke, wie gesagt, dass ich mich auf Borderlands und Rabbids Go Home konzentrieren werde. Spezifisch letzteres interessiert mich auch momentan wieder. Aber ich denke, Borderlands wird erstmal Vorrang haben vor allem anderen. Einfach, weil ich halt Borderlands durchzocken möchte, bevor der 3er rauskommt. Ich finde es auch wirklich immer einfach nur geil. Ich habe ja jetzt schon oft gesagt, wie lost Rainer ist, über was für Sachen er in seinem Let's Play redet. Aber ihr müsst jetzt noch mal, ihr müsst jetzt denken, er ist noch einen Schritt schlimmer. Er redet jetzt im GTA-Let's Play, dass er abbrechen möchte darüber, welche Spiele er als nächstes spielt. Oder welche er spielen möchte. Junge Rainer, du spielst ein Spiel, du möchtest das Let's Playen. Präsentier das Spiel, red über das Spiel und spiel das Spiel. Alter, es wirklich, ich verstehe gar nicht. Rainers Let's Plays haben doch so einen Mehrwert. Check ich gar nicht, warum die Leute das so haten. Den einen, ob ich den irgendwann mal komplett nachreiche, weiß ich nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe den 2er habe ich schon mehrfach durchgespielt. Den 1er allerdings nicht. Was ich auf jeden Fall im 2er noch mit reinnehmen möchte, ist auf jeden Fall ein DLC, und zwar das Tiny Tina DLC. Möchte ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Genau. Und da möchte ich euch dann auch mit dabei haben. So. Ich muss auch gerade mal schauen. Ich habe gerade, glaube ich, gar nicht drauf geachtet, wohin ich aufnehme. Das muss ich gleich mal nachprüfen, wenn die Aufnahme jetzt dann rum ist. So, dann bedanke ich mich aber schon mal fürs Zuschauen, Leute. Und ich denke, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Eigentlich wollte ich da parken. Nicht zu weit vorgefahren. Ja, hast du im echten Leben. Da wolltest du auch parken und nimmst die Bank von hinten mit. Alles gut. Ist das dein Ernst, Junge? Ist das dein Ernst, Kollege? Der will echt auf mich schießen, der Sack, Alter. Das ist keine gute Idee, hier ich nicht zu fahren. Au. Ich bin selber noch am Überlegen, ob er wirklich weitermachen soll oder nicht. Oh, wenn's wirklich... Junge. Ey, das geht jetzt noch ein bisschen. Wir sind jetzt bei 44 Minuten von einer Stunde 1. Jetzt sagt er wieder, ich weiß nicht, ob er weitermachen soll. Junge, jammer doch nicht die ganze Zeit rum, Mann. Jammer doch nicht die ganze Zeit. Für die letzte Folge ist, dann würde ich das gerne damit beenden, dass ich ein Fazit, aber ich denke, wir werden es auch so machen. Oh. Ja, ich komm. Wir machen hier einen Schlussstrich. Das ist, glaube ich, gescheiter. Einen Schnaps für Wengelwongel. Das ist hätte Arbeit. Ja, wirklich, Angela. Ich bin wirklich, also wirklich, ich bin ausgebrannt mittlerweile. Das ist wirklich, also das ist wirklich harte Arbeit, dieser Stream diesmal. Das ist wirklich harte Arbeit. Das heißt, wir werden heute... Danke übrigens für den Support. ...ein bisschen rumfahren. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Ist das jetzt dein Ernst?
Es ist jetzt dann. Danke fürs Zuschauen, Leute. Warte mal. Wollt doch Etzler mit dem Scheiß aufhören. Was ist denn los heute? Achte auf deinen Blutdruck, Etzler. Ja, also das ist wirklich ein guter Tipp. Nach der Aufnahme Baldrian aber locker reingeschmarst, weil ganz ehrlich, es ist schwer. Es ist schwer. Du bist ein verdammter Vollidiot! Was ist denn heute los hier, ey? Ernst? Johannes, Dankeschön, bitte sofort. Wir? Nimm den Helm ab. dann werde ich mal ein kleines Fazit dazu sagen und dann denke ich, werden wir bei 10 oder 20 Minuten vom Game einen Schlussstrich ziehen und ein für alle mal sagen, okay, wir lassen es dabei gut sein. Ich muss nämlich echt sagen, das Spiel ist nicht schlecht, ja, aber ich persönlich, für mich als Individuum, ist es ein eindeutiger und definitiver Fehlkauf gewesen. Ich finde, es ist schade um das Geld, das ich dafür ausgegeben habe. Ich hätte für das Geld was Besseres haben können oder was Vernünftigeres. Aber gut, es ist eben so, wie es jetzt ist. Lässt sich jetzt nochmal ändern. Und dadurch, dass ich das eben nicht jetzt ändern kann mehr, dann, naja. Es hat zumindest ein paar Folgen für euch gebracht, fand ich jetzt zumindest nicht schlecht. Rentiert hat sich's nicht. Also, falls ihr das wissen wollt, finanziell hat es sich nicht gelohnt. Definitiv nicht. Auch wenn hier A ist, ja, ich habe meine Augen geöffnet. Alter, voll blaue Lichter. Ja. Fazit. Der Online-Modus ist komplett Schwachsinn mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist. Das Spiel gibt es auf der Konsole ja auch. Ich weiß auch nicht, ob sich die Konsole und der PC eine Online-Welt teilen. Ich glaube ja nicht. Obwohl ich irgend sowas mal in die Richtung gehört habe. Aber ich kenne mich damit auch nicht genug aus und ich will auch nicht so tun, als würde ich das tun. Ja, immerhin das. Er macht jetzt hier übrigens die Schlussworte. Das Video geht nach 18 Minuten. 18 Minuten, weil jetzt kann ich nicht rechnen. Es geht nach 14 Minuten. Ja, mal schauen, wo das noch hingeht. Warum schaust du dir auch den Schachstream von vorgestern mal an? Hatte ich vorhin gesagt, ich schaue dir nicht diesen Stream, weil der Stream aber zu lang ist. Aber entweder schaue ich ihn demnächst alleine an oder im nächsten Stream irgendwie oder so. Also der wird auf jeden Fall noch geguckt. Und deswegen, ja, ich habe keine Ahnung, ob das da so sinnvoll ist. Auf jeden Fall ist es auf dem PC in der Online-Welt fast unspielbar. Einfach nur deswegen, weil die Leute eigentlich halt, naja, man kann es nicht spielen, weil die Leute hergehen und die ganze Zeit einen abknallen oder die Quests verkacken, weil sie keinen Bock haben. Oder? Mann, Junge, also meckert, also wenn der jetzt noch 14 Minuten rumheult, dass ihm das Spiel keinen Spaß macht, dass der Online-Modus so schlecht ist, dann gehen wir hier gleich raus. Also langsam reicht's wieder wirklich. Scheiße bauen oder was weiß ich. Ja, also wie gesagt, das liegt nicht daran, dass mir das Spiel zu schwer ist. Ich komme durch die Quests sehr gut durch eigentlich. Nein, ja, genau. Wir kommen durch die Quests gut durch. Mission überspringen. Ne, was ist das für ein Scheiß jetzt da? Hä, wieso bin ich jetzt in Zeitlupe? Nein, Rainer, das Spiel ist nicht zu schwer oder zu kompliziert. Nein, natürlich nicht. Ich habe bisher auch keine wirklichen Schwierigkeiten gehabt, wo ich jetzt so einen Rage-Moment hatte, wie bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel. Hier habe ich ja ganz schöne, Rage-Momente gehabt. Und da hätte ich oft genug überlegt, ob ich das Spiel einfach beende. Aber dann habe ich dann gedacht, scheiß drauf, jetzt ziehst du das durch. Bei der Zusammenmusik hatte ich auch schon öfter durchgespielt. Das hier ist ja eigentlich blind. Ne? Das ganze Game ist eigentlich blind für mich. Das heißt, es ist alles, was ich hier sehe, sehe ich zum ersten Mal. Ich weiß, dass Blind-Spiele bei euch immer ganz gut ankommen. Aber dann suche ich mir lieber irgendein anderes Blind-Game raus. Ja, man kennt sie. Die Blind Games, die blind sind, aber ich habe schon ein paar Parts gesehen, aber sonst kenne ich es nicht. Ist also blind, alles gut. Was im Moment ein Problem ist, weil ich halt momentan auch nicht die Kohle dafür habe. Ich habe auf Amazon ein paar Spiele reingepackt. Aber in meine Amazon-Wunschliste, die müsste ich auf dem Gaming-Kanal auch verlinkt haben, glaube ich. Jedenfalls, da müsstet ihr mal gucken, da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Oh nee, Rainer, bitte. Sogar Menschen mit Handicap in den Muskeln spielen das Urheulen nicht rum. Ja, das stimmt wohl. Danke für deinen Support nochmal. Also Leute, wirklich. Also mir wurde gerade schon im Chat geschrieben, der fährt jetzt nur noch rum. Wir hören uns das noch ein bisschen an, aber wenn der jetzt die ganze Zeit rumheult, dann geben wir uns das nicht bis zum Ende. Also Leute, das ist ja wirklich schrecklich. Habt ihr da die perfekte Möglichkeit eigentlich?
Da könnt ihr mal gucken, da müsste momentan, was ist denn da drinnen? Da müsste der neue Teil von Mario, also Super Mario Maker, müsste da drinnen sein, der neue Teil. Wow, jetzt habe ich irgendwie gerade voll den Bildfehler gehabt im Gesicht. Also, Ach so, man kennt ihn. Wenn man Bildfehler im Gesicht hat, habt ihr das auch öfter? Doch, das Problem, das kenne ich, das ist sehr akut manchmal, ne? Ja, klar. Ich habe mich da irgendwie gerade voll verguckt gehabt. Aber gut, in Real Life habe ich auch eine relativ späte Zeit. Wir haben mittlerweile schon 2:30. Ja, das ist doch für dich quasi gerade nach aufstehen, Rainer. Also, was soll ich dazu jetzt groß sagen? GTA war, also bevor ich das Game, genau, ich mach's das so. Bevor ich GTA 5, genau, bevor ich GTA 5 Let's Played hab, Leute, und mir geholt habe, war meine Meinung zu GTA ja eigentlich relativ simpel. Ich habe GTA San Andreas gespielt, ich habe GTA Vice City gespielt und ich habe GTA 3 gespielt. Also prinzipiell jedes GTA ab eben GTA 3. Ich raste gleich komplett aus. Ich habe GTA San Andreas gespielt, Vice City, GTA 3, ja. Aber GTA 4, Rainer? Hä? Alles ab GTA 3 quasi habe ich gespielt. Hä? Und GTA 4 kam nicht nach der 3 oder was? Boah, Leute. Ey, wirklich. Parts noch strecken, Alter. Bei Rainer einfach gelernt, Junge. Es ist unglaublich. Und ich muss sagen, der beste Teil ist, und bisher bleibt es auch so, meiner Meinung nach, GTA San Andreas. Es ist extrem klischeehaft. Okay, zugegeben. Etwas, was ich eigentlich nicht ganz so feiere. Es ist sehr, das ist zum Teil schon rassistisch. Das feierst du nicht, ne? Aber damals für die Authentizität das N-Wort mehrmals sagen, das war natürlich cool, ne, Rainer? Ja, natürlich. Aber es ist in einem Stil und in einer Zeit entstanden, in der es noch nicht ganz so krass, da musste man nicht auf jedes Wort, was man macht, achten. Ja, es war also in einer Zeit, in der man noch nicht auf jedes Wort achten muss. Heutzutage muss man auf wirklich jedes kleine, noch so kleine Detail achten. Da hat er nicht Unrecht, tatsächlich hat er dabei nicht Unrecht, nur heute in unserer... Ja, ich sag mal, Woken-Welt, ne, muss man wirklich tatsächlich aufpassen, was man sagt. Ansonsten gibt's Twitter-Beef, das sei ja, wie es ist. Da hat er tatsächlich mal nicht Unrecht. Und da, wenn man da mal auf ein Detail... Warum ist der Bildschirm gerade so unscharf? Und wenn man auf ein winziges Detail mal nicht achtet, hat man im Prinzip schon verkackt. Das ist einfach so die Sache, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Klar, ne? Ich finde, dass man auf solche Sachen schon achten muss. Aber es ist ein Game. Es sind Pixel, es ist nichts Reales. Und hier, wenn ich in GTA San Andreas irgendein Blödsinn gemacht habe, ja, dann konnte ich einfach den Blödsinn weitermachen. Ja, ich konnte mit dem Auto voll rumfahren. Gut, ich muss sagen, hier... Kannst du natürlich bei GTA 5 nicht. Da kannst du keinen Blödsinn machen und mit dem Auto voll rumfahren, wie du sagst. Das geht ja nicht. Da hat er recht. Das stimmt, ja, klar. Das ist jetzt auch nicht mehr so. In GTA 4 war es das Problem. Das haben sie hier anscheinend aber wieder rausgenommen, Gott sei Dank. Wenn man irgendwo dagegen gecrashed ist mit dem Auto, dann ist man vorne durch die Windschutzscheibe geflogen. Jedes Mal. Einfach deswegen, weil sich der Charakter, der... Hat er Nikola geheißen? Nikolai... Irgendwie soll der Kaisen. Einfach weil das. War das nicht Nico Bellic? Oder war das 3? Bin ich jetzt lost? Ich weiß es gerade nicht. Der hat sich nicht angeschnallt. Ich meine, gut, ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass der Charakter sich hier anschnallt oder die anderen. Aber die fliegen jedenfalls nicht jedes Mal aus der durch die Windschutzscheibe. Im Allgemeinen muss ich aber auch zusätzlich kritisieren, das ist zwar unrealistisch und eigentlich daher geil. Muss aber dazu auch sagen, dass mir das auf der anderen Seite, wenn ich als alter GTA-Hase mal so sprechen darf. Genau das stört mich daran. Und zwar, wenn ich jetzt mit dem Auto umkippe, also auf dem Rücken lieg, früher hat man geschaut, dass man aus dem Auto rauskommt, dass man aussteigt, weil es sofort angefangen hat zu brennen. Und wenn es angefangen hat zu brennen, dann hast du Arschkarte gehabt, weil dann ist das Ding in die Luft geflogen nach ein paar Sekunden.
Wenn das jetzt anfängt, wenn es jetzt auf dem Rücken liegt, dann fängt es nochmal an zu brennen. Doch, Rainer tut es. Es dauert nur länger. Mann. Der hat von nix eine Ahnung und bezeichnet sich als GTA-Hasen und hat da weiß alles und bla. Och, ey, Leute. Ich habe mal eine Zeit lang jetzt mit jemandem GTA gespielt. Wahrscheinlich. Und der meinte so zu mir, warum steigst denn du immer gleich aus? Und ich sag, naja, weil ich das gewohnt bin. Fängt jetzt auch nicht Feuer, hat gesagt, nö. Und auf einmal dreht er das Auto rum. Ich denke mir so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Das ist einfach, nein. Nein, das ist nicht mehr GTA. Ja, das ist nicht mehr GTA, wenn ich mein Auto noch saven kann, bevor es Feuer fängt und das einfach umdrehen kann. Das ist doch einfach nicht mehr GTA, Leute. Da muss ich mir ja nicht mal ein neues Auto suchen. Das ist ja so doof, wirklich. Diese doofen Entwickler, ey, mein Gott. Und ich muss auch sagen, hier so die Story, dass man immer zwischen drei Charakteren hin und her switcht. Es ist eigentlich ganz witzig. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich um drei Charaktere zu kümmern und um drei separate, voneinander abhängige, aber auch unabhängige Storylines zu spielen. Ja, das ist auch viel. Das ist auch einfach zu kreativ gemacht, ne? Das kann Rainers Gehirn gar nicht fassen, ne? Drei Storys, die dann am Ende miteinander verwoben werden. Nee, das ist wirklich, boah, das ist auch einfach für den Kopf zu viel. Da hat er recht, das geht natürlich gar nicht. Nein, brauche ich mir nicht geben, darauf habe ich keinen Bock. Und das ist eine Sache, ich weiß, das gefällt vielen Leuten, aber mir nicht. Bei weitem nicht. Das ist, man hat einen Charakter und den spielt man hoch. Das ist in jedem Game so. Und ich möchte nicht hergehen und hier drei Charaktere haben, die ich hochzocken muss. Warum sollte ich? Das ist doch Quatsch. Meine Kritik ist vielleicht teilweise unangebracht und ich weiß... Nein, Rainer, wirklich. Du öffnest mir die Augen. Nein, das ist alles sehr angebracht. Dass die meisten, die jetzt GTA 5 so mögen und so und das feiern, die werden wahrscheinlich sagen, nein, das ist voll scheiße und so, was du erzählst. Die anderen Teile... Der checkt nicht mal die Story von Pac-Man. Ja, das stimmt wohl. Da hast du wohl recht. Jetzt. Hä? Was soll ich jetzt machen? Der Geist habe ich Edzardler weggemeldet. Hä? Ich hab doch gedrückt. Die waren scheiße, das hier ist geil. Denke ich mir aber auch so, ihr habt wahrscheinlich, natürlich ist das nicht bei jedem, ne? Es gibt mit Sicherheit welche, die sagen, ja, der Teil ist geil und haben auch die anderen gespielt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der Großteil von euch tatsächlich einfach kein GTA 3 gespielt hat. Auch deswegen, weil ich glaube, dass diejenigen, die damals das so gespielt haben, die sind ja alle so in meinem Alter oder sogar noch älter. Weil damals war ich ja schon sehr jung, also ich habe das ja schon mit 14, 15 gezockt, obwohl es ab 18 war. Hust, hust, hust. Oh, bist du cool, das hat ja keiner von uns gemacht. Oh, bist du heftig. Aber so der Großteil von denen, die das gespielt haben, die sind so alt wie ich oder älter. Und GTA San Andreas, GTA 3 und GTA Vice City, das waren damals so revolutionäre Spiele eigentlich. Du konntest halt wirklich mal den Bösen spielen, du konntest mal hergehen und konntest einen auf Dieb machen, du konntest Autos klauen, du musstest nicht irgendwie in der Mission suchen, bis du einmal ein Auto hast oder so, sondern du bist einfach rumgerannt und hast, ach, jetzt habe ich Bock auf den Chopper da, und dann steigst du aus und nimmst ihn dir, oder du machst irgendwas, worauf du Bock hast, weil du darauf Bock hast, so wie ich jetzt zum Beispiel einfach rumzufahren und mir die Welt anzuschauen, weil ich finde, das Spiel hier ist sehr detailliert, da sind sehr viele schöne Sachen dabei, jetzt zum Beispiel sind wir einfach nur rumgefahren, ich hatte keinen Plan, wo ich hinfahre. Ich wollte ein bisschen so in die Berge, ein bisschen so. Übrigens, mir tut es. Wenn ich irgendwo dagegen frage, reiche ich, hab die Augen gerade zu. Und warum, Rainer? Hä? Ach, Mann, ey. Ja, die letzten 10 Parts. Ja, leider immer noch. Stell dir mal vor, die letzten 10 Parts sind einfach nur noch rumgefahren und rumgeheule. Also, ich bin ja überlegen, ob ich es abbreche. Andererseits, es sind jetzt noch 6 Minuten oder so. Ja, komm, wir ziehen das Ding jetzt durch. Ach Mann, ey, ich sehe nichts gerade. Oder liegt das gerade an der Optik vom Spiel, dass ich das schlecht sehe? Nee, das liegt definitiv nicht daran. Irgendwas ist gerade mit meinen Augen los. Für alle, die GTA 5 mögen, gerne. Ihr könnt es gerne zocken, ihr braucht mir aber nicht die Kritik immer geben. Ich habe nämlich auch genug Kritik immer über YouTube, geht's ja nicht, weil ich ja keine Kommentare mehr anhab. Ja, der kritikfähige Lord auf jeden Fall. Hier braucht man gar keine Kritik geben, wirklich. Ach ja, kritikunfähig bis aufs Letzte. Da würde ich mich wahrscheinlich nur drüber ärgern.
Aber ich habe auch genug andere Leute, die mir entweder über E-Mail oder sonst irgendwo irgendwas geschrieben haben oder auch über auf dem Hauptkanal, irgendwelche Kommentare. Und dann denke ich mir einfach nur so, warum? Also, wenn ihr das... Warum? Captain Eierstock Metal. So mögt, wie ihr es mögt, dann mögt ihr... Das ist doch okay. Kein Mensch zwingt euch, irgendwas zu machen. Kein Mensch zwingt euch, das zu machen, wie ich es mache. Kein Mensch zwingt euch, zu zocken, wie ich zocke. Und kein Mensch zwingt euch, das anzuschauen. Kann es besonders nicht, das euch anzuschauen. Ach, das ist ein Argument, was ich seit zig Jahren auch gegen die Hater bringe auf dem Hauptkanal. Ach. Da oben ist der X-Button, ne? Kann man das, glaube ich, auch zusammenfassen. Jetzt geht es meinen Augen auch besser zumindest. Also, ja, Ja, genau, Nico. Danke, dass wir es dürfen, höchstes Wesen. Ja, stimmt, ist echt so. Danke, dass ich spielen darf, Mann. GTA ist ein gutes Spiel. Ja, ich sage nicht, dass GTA 5 ein schlechtes Spiel ist. Das habe ich mal eine Zeit lang gesagt, so sagt er, ja, das ist voll scheiße. Aber ich bin normalerweise jemand, wenn ich ein Spiel scheiße bezeichne, dann schaue ich es mir zumindest mal an. War in dem Fall ein teurer Fehlkauf, für mich persönlich. Aber gut, ja. Ich bin eben niemand, der ewig sagt, ja, das ist scheiße, aber es nicht ausprobiert. So bin ich nicht, so war ich nicht und so will ich auch gar nicht sein. Natürlich. Und das mache ich auch nicht. Aber letzten Endes wüsste ich auch gar nicht, ob das auf lange Sicht gut gehen würde. Weil GTA... Also San Andreas und Vice City fand ich richtig geil. Das hast du jetzt 15 Mal gesagt. Wir haben es verstanden. GTA 3, naja, ist einfach Kult. Gehört meiner Meinung nach auch in jede Spielesammlung. Aber GTA 5 oder GTA 4, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich kann euch das auch gar nicht bezeichnen. Aber es hat einfach nicht mehr den Charme von GTA. Also Leute, wir brechen das jetzt hier ab. Ich habe keinen Bock mehr, sorry. Die 4 Minuten spare ich mir jetzt. Ich spare die auch euch. Das war, ja, der letzte... Alter, let's play, Alter! Leute, das war's mit GTA 5. Also wirklich, wie kann ein einzelner Mensch so viel rumheulen? Ich wollte es jetzt wirklich noch durchziehen. Hör auf! Aber wirklich, wie kann man die ganze Zeit nur rumheulen, Mann? Boah, Rainer, wirklich, werd erwachsen, ey. Mann, ey, naja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen, ey. Und weg hier, es ist, mein Kopf, Alter.